Hallo ihr Lieben, hier ist Nathalie Reitschwitz von traditioneller Heilkunst und Erdmagie wieder. Und wir haben wieder einen neuen Mondmonat und mit dem bringe ich euch natürlich auch das Öl, was euch diesen Monat am besten unterstützt. Und das ist diesmal Malleleuka. Nur damit ihr es wisst, ich bin, wie ihr seht, an der Isa, mein Hund ist mit mir, das heißt, falls es platscht und so, dann ist das mein Hund. Okay, Malleleuka, wir kennen es auch unter Teebaumöl. Und das Teebaumöl kennen wir eigentlich, um wirklich üble Sachen loszuwerden, sowas wie Warzen, Pilze, Entzündung. Es ist auch bei Sonnenbrand gut und für Schock oder gegen Zecken und auch bei Infektionen. Diesen Monat habe ich das Gefühl, hilft es uns, unsere Beziehungen klar zu bekommen. Es ist das Öl der energetischen Abgrenzung und hilft uns praktisch, Beziehungen zu haben, die heilsam für beide Seiten sind. Das heißt, alles, was toxisch ist, alles, wo über die Grenzen gegangen wird, alles, was parasitär ist, das heißt, wo sich der eine vom anderen nährt oder wo man merkt, dass man sich selber verliert, seine Grenzen verliert und nicht mehr weiß, was richtig für einen ist, wo man selber ist, wo man beginnt und wo man aufhört, da hilft Malleleuka. Malleleuka bringt Frische, klärt ganz stark den Solarplexus, was sehr stark für die Ich-Du-Beziehung da ist und hilft uns klar wieder zu uns selbst zu kommen. Also bringt eine geistige Klarheit mit sich hilft einfach bei diesem Trennen dieser Verbindungen, die nicht mehr so gut sind. Genau. Überleg mal, ob das Malleleuka noch was sagen möchte. Ja, ich glaube, diese Frische, also Frische auch eben, weil wenn wir in Beziehungen sind, die schon lange anhalten, dann brauchen wir frische Gedanken auch, um uns das anders vorstellen zu können und um uns auch erlauben, da herauszugehen aus diesen alten Mustern, die wir ja schon oft sehr lange leben, auch in unserer Ursprungsfamilie oft. Dass die sich lösen dürfen, dass es da andere Wege gibt und uns da zu ermächtigen und zu bemächtigen, mehr das zu leben, was uns wirklich gut tut, was uns Freude bereitet und ja, was sich wirklich gut anfühlt vom Bauch heraus. Okay, soweit. Ich hoffe, das hilft euch. Lasst mich wissen, wie es euch geht damit und ich freue mich. Einen schönen neuen Mondmonat. Bis dann. Tschüss.